Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt ist es Zeit, dass nach dem, sagen wir, outspokenen Politiker Kickl der sachliche Experte drankommt. Unser Lieblingsvirologe, unser Professor Nowotny. Grüß Gott im Studio. Grüß Gott, Herr Fellner. Jetzt haben wir schon wieder 2 Wochen Pause gehabt. Das Coronavirus entwickelt sich weiter. Es flüchtet mittlerweile. Es gibt Fluchtmutationen. Es gibt sonstige Dinge. Es gibt aber vor allem sehr erfreuliche Zahlen. Sie müssten heute ja fast in Jubelstimmung sein, Herr Professor. Ja, also die Zahlen der Neuinfektionen sinken eigentlich österreichweit seit schon 2 Wochen. Und ja, warum ist das so? Das ist der harte Lockdown im Osten und der Lockdown light in den restlichen Bundesländern. Einzig und allein 2 Sorgenkinder, und das sind Tirol und Tirol wegen der Virusvariante und der Vorarlberg. Der sogenannten, ja, über die reden wir. Genau, und Vorarlberg, wo die Zahlen halt enorm ansteigen, und Vorarlberg ist schließlich die Modellregion fürs Öffnen für ganz Österreich, also müssen wir da aufpassen. Jetzt fangen wir mal mit Wien an. Sie würden dem Bürgermeister Ludwig heute so eine Art Goldmedaille überreichen für das, was er getan hat. Das ist jetzt Ihr Lieblingsmusterschüler. Ja, also eindeutig, Bürgermeister Ludwig hat die Sache meiner Ansicht nach richtig gemacht. Er ist doch eher auf der Bremse gestanden. Dass das jetzt nicht weiter verlängert werden kann, der Lockdown, wenn Niederösterreich nicht mitmacht, macht Wien alleine wahrscheinlich nicht allzu viel Sinn. Hätte man es ohne auf Niederösterreich sozusagen im Kopf zu haben, nur rein aus der Sicht des Virologen, hätte man den Lockdown noch verlängern sollen in Wien und Niederösterreich? Herr Fellner, ich glaube, politisch wäre das kaum durchsetzbar. Die Zahlen sinken in allen Bundesländern mit dieser 2 Ausnahmen, die ich genannt habe. Natürlich wäre es besser, das ist gar keine Frage. Es wäre besser. Es wäre besser. Wieso? Nämlich auch schon nicht nur jetzt auf den 19. Mai hin, auf die Öffnungen, wo ja sehr viel auf einmal kommt, meiner Ansicht nach zu viel auf einmal. Reden wir gleich, ja. Genau, aber auch in Richtung Sommer. Ja? Also Sie hätten lieber den Lockdown noch um 2 Wochen verlängert, sagen aber, das geht nicht mehr, weil es ist politisch nicht mehr machbar, die Leute würden das nicht mehr mittragen. Habe ich es richtig verstanden? Also vom Virologischen wären wir, wenn wir einen etwas längeren Lockdown hätten, wären wir am 19. Mai mit den Zahlen weiter runtergekommen, könnten dann wahrscheinlich mehr öffnen, weil alles werden wir wahrscheinlich nicht öffnen können, und hätten dann auch eine bessere Ausgangsbasis für den Sommer. Gut, also es wird aber trotzdem geöffnet am 3. Mai und das hat Ihre Zustimmung, auch wenn Sie sagen, hätte Vari war schöner gewesen, es war noch länger zu gewesen, aber Sie wissen, es geht nicht. Ne? Richtig, genau. Gut, so, es geht aber in Ordnung, wenn die am 3. aufmacht. Dann würden Sie sagen, Ihren Segen hat er, der Ludwig. Es geht in Ordnung. Gut, Ihren Segen hat aber nicht der Landeshauptmann Wallner in Vorarlberg derzeit. Da sind Sie der Meinung, der richtet ein Desaster an derzeit. Nein, das, was ich mir denke, ich meine, es wurde ja immerhin die Ausreisetestpflicht bis 5. Mai verlängert. Ich würde mir wünschen von ihm, dass er die dann noch weiter verlängert. Bregenzerwald. Nein, Tirol. Also, ach so, Entschuldige, Platter. Ja. Also Tirol ist klar, da gibt es eine Ausreise. Tirol, genau. Und eine Fluchtmutation, können Sie mir in bewährter Weise, ich weiß schon, das Virus ist ein Gefraß, jetzt ist es offenbar auch ein Fluchtgefraß, erklären mir und den Zusehern, was eine Fluchtmutation ist? Naja, also im Englischen Escape Mutant, die entsteht dann, wenn das Virus den Antikörpern, dem Immunschutz entkommen will. Und da produziert es eben neue Virusvarianten und Mutationen, um eben dem Immunschutz zu entkommen. Und das Gefährliche ist, dass dann halt vielleicht die Impfungen oder eine bereits einmal durchgemachte Erkrankung nicht mehr 100% oder 90% schützen, sondern etwas weniger. Und diese Fluchtmutation, die wir jetzt in Tirol haben, das ist nur eine einzige,
sagen wir mal, die indische oder irgend so? Gott sei Dank nicht. Ja. Oder sind das verschiedene Fluchtmutationen? Nein, also das ist im Wesentlichen die britische Virusvariante mit einer allerdings gefährlichen Zusatzmutation, dieses E484K. Das ist jene, die die Hauptmutation ist bei der südafrikanischen und südamerikanischen oder brasilianischen Variante. Und genau jene entzieht sich, also dieses Virus durch diese Mutation entzieht sich unserem Immunsystem teilweise. Also und deswegen ist sie böse. Sein und werden trotzdem Corona krank. Zwar trotzdem in abgeschwächter Form, aber es ist halt kein so aber guter Schutz positiv. Mehr. So, ja. Und jetzt der Bad Boy in Ihrer Klasse, den Sie in die letzte Reihe setzen würden, strafweise, ist der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner. Nein, überhaupt nicht. Also Wallner und Vorarlberg haben ihre Sache, finde ich, ausgezeichnet gemacht. Haben aber vierfach so hohe Inzidenz wie vor der Ja, das werden wir in Österreich, wenn wir alles gleichzeitig aufsperren, auch haben oder kriegen. Ja. Ich meine, Vorarlberg hat vor weit über 4 oder 5 Wochen jetzt aufgemacht. Die hatten damals eine 7-Tages-Inzidenz von 66, heute sind wir auf 232 und ist damit österreichischer Spitzenreiter. Mhm. Das ergibt sich leider im Laufe der Zeit trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die die Vorarlberger getroffen haben. Nein, also sie haben ihre Sache gut gemacht, ja, aber das Virus ist auch gefrasst und versucht zu entkommen. Gefrasst hin, gefrasst her. Ja. Ja. Ist es jetzt wurscht, ob man eine Inzidenz von 240 hat, ja, dann können wir ja eh alle aufsperren, was wir wollen. Oder ist es nicht wurscht und hätte man die Gastronomie, vor allem Indoor, in Vorarlberg nie öffnen dürfen? Was ist Ihre Meinung? Na, es ist natürlich nicht wurscht, dass wir 240 haben und es würde ja noch weiter steigen. Also ich weiß nicht, was Vorarlberg machen wird, wenn die Öffnungsschritte, die allgemeinen Öffnungsschritte dann am 19. Mai kommen. Noch dazu kommen. Also das wird ein Problem werden. Mhm. Weil Sie der Meinung sind, man hätte die Gastro nicht öffnen dürfen, weil man sieht an Vorarlberg, was passiert, wenn die Gastro öffnet? Oder wie soll ich das interpretieren? Ich weiß nicht, ob es die Gastro ist. Ich bezweifle, dass es die Gastro ist. Was ich hoffe, ja, ich mir aber nicht sicher bin. Vorarlberg war Modellregion für die Öffnung für ganz Österreich. Und ich hoffe sehr, dass das wissenschaftlich wirklich gut begleitet wurde. Dass meine Kolleginnen und Kollegen jetzt wirklich alle Daten kriegen. Ja, die müssen wir schon langsam haben, bitte, für uns das Ding. Genau, und das bin ich mir eben nicht so sicher. Ja? Denn das ist nur, nett formuliert. Genau, ja. denn nur dann wüssten wir, wo vielleicht das Problem liegt. Ich meine, es hieß, ja, es gab ein paar Corona-Partys, deswegen das altbewährte Mittel, das ja auch gut funktioniert, der Ausreisetests auch bei einzelnen Ortschaften oder Bezirken, das wurde ja jetzt dazu eingesetzt. Ja, Regenswald, ja. Genau. Aber trotzdem, wir sind zu hoch und das wird aber halt auch ein österreichweites Problem ab 19. Genau. Mai werden. Und damit sind wir beim Kern der Sache. Ja. Sie haben es genau auf den Punkt gebracht. 19. Mai. Unser Bundeskanzler ist jetzt der Öffnungskanzler. Er wird am 19. Mai das Land öffnen. Mhm. Ja? Er sperrt alles auf, Gastro außen und innen, weil die Gastronomen sagen, außen allein geht nicht. Auch die Kultur, weil die ja mittlerweile nicht mehr zu halten sind, wie wir am letzten Wochenende gesehen haben. Fitnesscenter, Stadien etc. Ja? Jetzt könnte man sagen, er hat es genau richtig gemacht, er hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Wer sagt es genau in dem Moment an, wo die Zahlen sinken? Also ganz anders als in Deutschland, wo sie steigen und gerade eine Notbremse gezogen wird, sinken sie bei uns und vielleicht kann man mit seiner sinkenden Infektionszahl so etwas riskieren? Oder sagen Sie, das ist Wahnwitz, sowas zu riskieren, das kann nicht funktionieren? Nein, selbstverständlich, wir brauchen die Öffnungen, aber halt mit Maß und Ziel. Also ich fürchte, wenn wir alles aufsperren gleichzeitig, dann wird noch viel schneller als in Vorarlberg werden die Zahlen halt wieder steigen. Um gleich vorauszuschicken... Nein, haben Sie sie vervierfacht. Also würde das bei uns der Fall sein, dann hätten wir, und das waren ja ein paar Mal Ihre Horrorprognosen, über 6.000, vermutlich an die 8.000 Neuinfektionen pro Tag.
Das würden Sie sagen, uns drohen dann bis zu 10.000 Neuinfektionen pro Tag, wenn alles aufgesperrt wird? Nein, ich bin sicher, dass das nicht... Frau Alberg, das ist ein dass das nicht passieren wird. Denn ich bezweifle wirklich, dass alles gleichzeitig aufsperren wird. Denn wenn das so der Fall ist, dann würde das ja auch die Schulen betreffen. Ja? Denn die Schulen sperren ja schon am 17. auf. Ja. Und wenn jetzt ganz Österreich am 19. aufsperrt und die Schüler natürlich Kontakt haben, ihre Eltern, die Schüler selber, ihre Freunde, die nützen dann auch natürlich die wiedergewonnene neue Freiheit. Das heißt, die tragen dann auch mehr Infektionen in die Schule hinein. Ja? Dann haben wir in zwei, drei Wochen später auch wieder beginnende Probleme in den Schulen. Also das alles, glaube ich, muss sehr wohl noch überlegt werden, ob man das wirklich alles gleichzeitig aufsperren kann. Ich bin aber der Meinung, man kann Teilbereiche öffnen, absolut. Dann überlegen wir mal gemeinsam, Herr Professor, ganz kurz, was Sie sonst in diesen Expertengremien überlegen würden. Erste Überlegung, Schulen. Umstellung vom Schichtbetrieb auf den Präsenzbetrieb, 5 Tage die Woche, gute Idee, ja oder nein? Also ich finde, gute Idee. Ein Großteil der Pädagoginnen und Pädagogen sind bereits geimpft. Das heißt, die sind auf der sicheren Seite. Dann gibt es die besseren Schnelltests, und zwar 3-mal pro Woche in der Schule. Das heißt, das Szenario, das ich jetzt da angerissen habe, dass vielleicht durch die allgemeine Öffnung auch mehr Infektionen in die Schule dann hineingetragen werden, das werden wir zeitnah durch diese Tests in den Schulen sehen. Das heißt, da kann dann relativ zeitnah gegengesteuert werden. Also ich finde, es ist richtig, wir haben zusätzlich dieses zeitnahe diese Tests, wo wir notfalls dann wieder zurückrudern können, falls notwendig. Aber ich denke, dass Präsenzunterricht und die Schulen aus sozialen Gründen, aus Gründen auch die Eltern, die haben das Homeschooling auch schon satt. Ich denke, das ist einmal fast das Wichtigste. Also, die Lehrer sind ja heute auf die Barrikaden gegangen. Die haben gesagt, das geht nicht. Sie protestieren. Ihrer Meinung nach wird hier eine Infektionsschleuder produziert. Die Kinder sitzen zu viele, zu eng in der Klasse und es wird zu einer Verseuchung kommen. Ob der Herr Bildungsminister und der Kanzler das Land gezielt durchseuchen wollen, haben Sie gefragt, ja? Lehrergewerkschaft heute. Was sagen Sie denn dazu? Ist das verantwortungsvoll oder wollen die nur nicht arbeiten und sagen Sie, also jetzt schau mal bitte, regt euch nicht auf, die Schulöffnung werden wir aushalten? Ja, ich glaube, die Lehrer müssen ja auch arbeiten, wenn es im Homeschooling ist und dann müssen sogar doppelt arbeiten, weil sie das entsprechend also, alles vorbereiten müssen. Was sagen Sie zur Sorge der Lehrer? Also ich bin der Meinung, dass eigentlich Fassmann seine Sache bisher recht gut gemacht hat. Und dass auch jetzt wir das so machen können, soziale Aspekte überwiegen. Ich meine, wir können nicht immer alles nur komplett zusperren. Ja. Und mit etwas Glück können wir es bis zu Beginn der großen Ferien schaffen. Schauen wir mal. Ab 6 Wochen, ja. Genau, aber es wäre eine Möglichkeit. Den Lehrer würden Sie sagen, nicht nervös sein? Mit etwas Glück schaffen. Die sind zu einem hohen Prozentsatz bereits durchgeimpft, ja, und sollten sich dann ohnehin nicht mehr infizieren. Gut, dann kommt der Punkt, wo Sie, glaube ich, mit dem Bürgermeister ziemlich auf einer Linie sind. Outdoor-Gastronomie, Indoor-Gastronomie. Ja. Outdoor werden Sie, glaube ich, unbestritten dafür zu öffnen. Ja. Indoor sind Sie ein Gegner. Warum? Naja, wir wissen, dass einfach in Innenbereichen 90% der Infektionen stattfinden. Ich meine, das ist eine der Dinge, die wir in dem letzten Jahr gelernt haben und im Außenbereich nur um die 10%. Und das ist ein Grund. Und siehe Vorarlberg, wo wirklich die Vorarlberger haben sehr viele Zusatzmaßnahmen gemacht, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und trotzdem ist es zu diesem enormen Anstieg gekommen. Also Sie sagen, die Indoor-Gastronomie ist ein Treiber der Infektionszahlen. Ohne jetzt wirklich konkret, wirklich evidenzbasiert Zahlen aus Vorarlberg diesbezüglich zu kennen, obwohl ich sie gerne kennen würde, um wirklich zu sehen, und meine Kollegen genauso, wo in welchen Bereichen in Vorarlberg gab es mehr Infektionen als anderswo. Aber wir hatten die Gastroöffnung ja auch schon im Herbst Ihnen. Mhm.
Und da sagt die Gastronomie, bei ihr war gar nichts los. Ja, es sagt die Gastronomie, sagt der Handel, alle sagen, es ist nichts los. Ne? Und es heißt immer, die Infektionen passieren zu Hause. Nur irgendwer bringt sie ja nach Hause. Man sagt, ich habe jetzt gerade eine deutsche Studie gelesen, man sagt, einer der Haupttreiber, wie man sie nach Hause bringt, ist die Benutzung von Öffis. Ja, obgleich es auch hier immer hieß, es gab keine einzige Ansteckung in den Öffis, was ich eben auch nicht ganz glaube. Also wenn man sich die U-Bahnen anschaut, speziell wenn der Lockdown dann vorüber ist, trotz FFP2-Maskenpflicht, die Leute stehen eng an eng. Also Sie würden sagen, lieber Herr Bundeskanzler, überlegen Sie sich die Öffnung der Indoor-Gastronomie. Ich würde sagen, lieber Herr Bundeskanzler, schauen Sie sich das Beispiel Vorarlberg gründlich, ganz im Detail an. Ich meine, ja, ich glaube, U-Bahn haben es dort keine. Aber schauen sonst, wo ist am ehesten was passiert? Und lernen wir daraus, es ist eine Modellregion für den Rest Österreichs. So, und dritter Punkt, Kulturveranstaltungen innen. Staatsoper, Burgtheater, Kellertheater. Würden Sie die öffnen oder würden Sie die nicht öffnen? Also ich habe gegenüber der Austria-Presseagentur, gleich wie das rausgekommen ist, gesagt, 1.500 Personen indoors erscheint mir zu viel. Also Oper zum Beispiel wären 1.500. Ja. Das wäre Ihnen zu viel. Warum? Outdoor, Fußballstadien, 3.000 habe ich kein Problem. Ja. Also das Ländermatch Österreich gegen weiß nicht wen, das würden Sie jederzeit mit 3.000 Zuschauern suchen. Wo wir dann hoffentlich gewinnen. Ja, also da sehe ich kein Problem. Ich meine natürlich auch im Kulturbereich, selbst wenn wir die Zahlen etwas niedriger machen würden, wären sehr viele Kulturveranstaltungen möglich. Aber mit Sie sagen, den Konzepten. Die Kultur soll outdoor wandern, so wie das ja bei Theater im Park, bei den niederösterreichischen Theaterfestivals, beim Steinbruch etc. der Fall ist. Outdoor wäre besser und Indoor mit weniger Leuten. Also was wäre dann für Sie eine Obergrenze bei der Staatsoper zum Beispiel? 1.500 ist die Hälfte, 3.000 gehen rein. Naja, 1.500 wäre ja erlaubt. Ja. Was würden Sie als Obergrenze vorschlagen? 500. 500, verstehe. Gut, und dann sind wir noch bei dem Fitnesscenter, Herr Professor. Ja. Was ist da? Fitnesscenter ist sicher ein Problem, weil die Leute natürlich sehr viel ausatmen, wenn da ein Infizierter dabei ist, trotz dieser ganzen Vorsichtsmaßnahmen wie der Eintrittstests, dann werden gleich mehr als nur ein weiterer angesteckt. Das ist ein bisschen das Problem. Was ich im Übrigen gut finde, ist jetzt die Differenzierung der Tests. Also ein PCR-Test, wo wir wissen, das ist der empfindlichste, gilt 3 Tage. Der professionell entnommene, zum Beispiel in den Teststraßen entnommene Nasentest, 2 Tage. 2 Tage und dann die selben 24 Stunden, das finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass wir mehr und mehr übergehen auf diese 24 Stunden gültigen Selbsttests. Das ist auch eine gute Entwicklung. Also das ist schon alles in Ordnung. Wunderbar. Das heißt, Fitnesscenter sind Sie skeptisch? Ja. Wellness, Spas, Saunas? In den Hotels? Wellness, da gilt ja sowieso die, glaube ich, 20 Quadratmeter Regel. Ja. Also das finde ich in Ordnung. Ja. Sauna ist immer die große Frage. Bei dieser Temperatur werden die Viren wahrscheinlich inaktiviert. Trotzdem sitzen die Leute ja relativ nahe zusammen. Fragezeichen, aber nicht so schlimm wie in den Fitnesscentern. Freibäder, Schwimmbäder? Freibäder, denke ich, mit Sicherheitskonzept, mit einer Begrenzung der Menschen möglich. Also, wenn ich Sie richtig zusammenfasse, Handel, sehen Sie eine relativ geringe Gefahr. Outdoor-20 Quadratmeter-Regel, kein Problem. Outdoor-Gastronomie würden Sie sofort freigeben, ja. Indoor allerdings sicher nicht, wenn ich es verstanden nicht richtig sicher bin. Nicht, sondern vorerst. Mit Bauchweh vorerst. Ab wann könnte man Indoor-Gastronomie freigeben? Ja, wenn wir sehen, dass die Zahlen dann nicht wahnsinnig ansteigen. Das heißt was, wenn wir unter 1.000 sind zum Beispiel bei den Neuinfektionen, oder? Pro Tag oder eine Inzidenz, 7-Tages-Inzidenz. Unter 150 oder unter 100? Unter 150. Wenn wir unter 150 sind wir auf einem guten blieben, Weg. Können wir, glaube ich, einige Dinge machen. Verstehe. Und die Schulen, da sind Sie ein Befürworter, auch wenn Sie wissen,
dass das natürlich ein Risiko ist. Und Sie sagen, da müssen wir ein bisschen beten, dass wir bis zum Ferienbeginn ohne Explosion durchkommen. Müssen wir beten, aber vor allem durch diese dreimal wöchentlich durchgeführten Tests haben wir wirklich ein unmittelbares Instrument in der Hand, das wir sofort gegensteuern können, wenn man sieht, dass es raufgeht. Gut, und Herr Professor, abschließend gefragt, wenn ich das jetzt zusammenfasse, Sie haben gesagt, wenn alles aufgesperrt wird, dann sehen Sie schwarz. Und deshalb glauben Sie nicht, dass alles aufgesperrt werden wird? Dunkelgrau. Ja? Also ich bin da wirklich sehr mit Bürgermeister Ludwig. Also ich glaube, der ist auf der vorsichtigen Seite und das ist das Richtige. Also Sie sagen, es kann nur schrittweise sein? Es sollte nach Möglichkeit schrittweise sein. Gut, danke Herr Professor. Sie wissen, bei Ihnen traue ich mich nicht zu widersprechen. A, aus Hochachtung und B, aufgrund dessen, dass wir jetzt schon über ein Jahr dort zusammensitzen, wofür ich mich herzlich bedanke. Ich bedanke mich. Aber irgendwie muss ich widersprechen und deshalb kommt jetzt gleich die Kollegin Isabel Daniel ins Studio. Okay. Der traue ich mich widersprechen und da weiß ich, da freuen Sie sich besonders, wenn die Isabel Daniel und ich aufeinander krachen. Das heißt ja immer, wir zwar trauen uns nicht, heute trauen wir uns wieder. Heute werden wir wieder mal unsere unterschiedlichen Standpunkte zum Lockdown austauschen. Gleich bei mir, Isabel Daniel, und sie wird mich betonieren. Wir sind gleich wieder da.